Pierre-Emerick Aubameyang ist zurück. Einen Tag nach seiner Suspendierung nahm der Stürmer am Montag bei der Premiere von Neuzugang Manuel Akanji am Auslaufen teil und ist für Trainer Peter Stöger damit auch wieder ein Kaderkandidat für das Spiel in Berlin am Freitag. Doch ist er dann überhaupt noch BVB-Profi? Felix Magath hat sich seinen Ruf als harter Trainerhund unter anderem dadurch verdient, dass er seine Spieler zuweilen einen eigens aufgeschütteten Hügel hochsprinten lässt. Doch solche künstlichen Anstiege sind keineswegs eine Spezialität des derzeit arbeitslosen 64-Jährigen, auch in Dortmund etwa gibt es einen Mund Magath. Sonderlich häufig genutzt wird er indes nicht. Insofern war es schon eine Besonderheit, als Pierre-Emerick Aubameyang am Montag nach dem eigentlichen Trainingsende noch eine kurze Extraschicht an dem Hügel einlegte und sich bei Bergaufsprints ausbohrte. Eine Strafmaßnahme nach seiner dritten Suspendierung binnen 14 Monaten. Nein, klärte Peter Stöger die zahlreich erschienenen Journalisten auf, während Aubameyang 100 Meter entfernt noch sprintete, dann hätte ich daneben gestanden. Anführungszeichen der Österreicher begegnet der Causa Aubameyang mit exakt jener angenehmen Unaufgeregtheit, die ihn in Deutschland so populär gemacht hat. Dass der Stürmer, der beim Rückrundenauftakt gegen Wolfsburg 0:0 aus dem Kader geflogen war, zum Training aufgetaucht ist, sei für ihn keine Überraschung gewesen, betonte der 51-Jährige. Ich hätte keinen Grund gewusst, warum er nicht kommen sollte, sagte Stöger. Er plane auch weiter mit Aubameyang. Eine Startelf-Garantie wollte er ihm allerdings nicht aussprechen. Er ist ein Spieler vom BVB, er ist hier im Training. Er hat die Möglichkeit, dass er sich wieder so aufstellt, Teil der Mannschaft zu werden. Bis Freitag hat Aubameyang mit dem BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag laut eigener Aussage ein kontroverses Gespräch geführt hat, Zeit, sich für einen Platz im Kader anzubieten. Dann trifft der BVB in Berlin auf Hertha BSC. Doch ist Aubameyang überhaupt noch so lange beim BVB? Ein Angebot für den Stürmer, der von chinesischen Clubs umworben wird, aber lieber in eine Top-Liga wechseln würde, war bis zum Nachmittag noch nicht in Dortmund eingetrudelt. Auch nicht vom Premier League Club FC Arsenal, der Aubameyangs Kriterien entsprechen würde, und der angesichts des bevorstehenden Verkaufs von Alexis Sanchez sehr bald schon akuten Bedarf im Sturm hat. Das jüngste Verhalten des Gabuners, der am Samstag eine wichtige Mannschaftssitzung schwänzte, in der es ausgerechnet um den Teamgeist ging, lassen allerdings nur einen Schluss zu. Aubameyang bereitet seinen sofortigen Abgang vor. Klubintern vermutet man daher, Aubameyang habe bereits einen Club in der Hinterhand, der sich nur deshalb noch bedeckt halte, um keine Negativschlagzeilen zu provozieren. Gänzlich überraschend wäre das nicht. Zu verheerend war das Echo für den FC Barcelona im vergangenen Sommer, als Aubameyangs Freund Ousmane Dembélé in den Streik trat, weil ihn der BVB zunächst nicht für die Katalanen freigeben wollte.
Es ist wahrlich keine leichte Situation für den BVB, der auf Aubameyangs Tore eigentlich nicht verzichten kann. Die Startelf-Debütanten Alexander Isak und Jadon Sancho zeigten gegen die Wölfe zwar gute Ansätze, an die Klasse von Aubameyang vor dem Tor kommen sie derzeit aber ebenso wenig ran wie die wesentlich erfahreneren Andrei Jarmolenko oder André Schürrle. Sollte Aubameyang noch in dieser Transferperiode gehen, müsste sofortiger Ersatz her und der ist im Winter bekanntlich nur schwer zu bekommen. Doch eines ist den Beteiligten beim BVB auch klar. Ein weiter so wäre intern wie extern nur schwer zu vermitteln. So, sagte Zorc am Sonntag, kann es nicht weitergehen. Immerhin, im Hinblick auf die weitere Stabilisierung der in der Hinrunde arg anfälligen Defensive sind die Dortmunder am Montag einen Schritt weitergekommen. Am Mittag vermeldete der BVB den Kauf von Manuel Akanji, über dessen bevorstehende Verpflichtung der Kicker bereits am Samstag berichtet hatte. Der 22 Jahre alte Schweizer, der für einen Sockelbetrag in Höhe von 18 Millionen Euro vom FC Basel transferiert wurde, sei ein richtig talentierter Verteidiger, sagte Stöger nach Akanjis erster Einheit mit seinen neuen Teamkollegen. Er wird auf Strecke für die Entwicklung dieser Mannschaft sehr nützlich sein. An seinem ersten Arbeitstag in Dortmund betrat Akanji Seite an Seite mit Aubameyang den Platz.